Was meinst du, soll man einfach anmachen? Ich habe schon einfach angemacht. Oh mein Gott, du bist ja ein richtiger Anmacher. Ja. Servus Camper Thomas. Servus Camper Tobi. Grüß euch. Die zwei nicht aus der Muppet Show heute am Sonntagnachmittag, sondern? Vom Friedhof. Vom Friedhof in Simbach am Inn. Ja, genau. Ein wunderschöner, ruhiger Platz. Ja, und der Platz wird nicht zum Campen genutzt. Ja. Also es ist ja kein Campingplatz, kein Stellplatz, sondern ein Friedhofparkplatz. Und da haben wir uns heute eingefunden, nur für euch. Was ich gerade mache, ist die Seite zu wechseln, weil wir haben Wind von hinten. Und von vorne. Aber ihr werdet es nicht glauben, das ist Thomas, Camper Thomas, Superset. Und schaut mal, was da gibt. Das ist ein kleines Mikro, da könnte ich jetzt... Hallo, hallo, ich bin's, euer Camper Tobi. Das ist das, was sich viele Zuschauer wünschen. Ich könnte auch jetzt noch ein Stück wegfahren. Lustig ist es dann, wenn man nicht aufpasst und ein Auto kommt. Dann hat man natürlich die perfekte Videobombe. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist ein perfektes Wetter. Das stimmt, das Wetter ist perfekt. Bis auf den Wind. Ja, aber gut, der Wind. Und dafür Wind. Haben wir den kleinen Puschel da oben drauf und wir hoffen natürlich, dass der ausreicht, damit der Ton gut ist. Ja, ich kann auch möglichst nah hingehen jetzt zum Camper Thomas, weil wir zurzeit in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Wir brauchen nicht den Mindestabstand von 1,50 Meter, ja. Den aber wir auch momentan oft unterschreiten. Aber wir haben 30 cm vereinbart, grundsätzlich mal. Mindestens. Also. So, und jetzt gehen wir los. Was wir hast du denn schön ist? Ja, weil wir wollen euch ja was zeigen. Ja. Wir campen. Jetzt kommt wieder der ganz böse Wind. Ja. Da müssen wir jetzt noch durch, wir haben uns aber... Und hier haben wir voller Überraschung einen Kastenwagen. Ein Mordskasten. Mordskasten. Das ist ein Lastrada Avanti C. Ja. Und ich habe es gelernt jetzt nach über 2 Jahren. Über 2 Jahre, ja. Das du den hast. Ja, und da haben wir noch einen. Das ist der Tournee. Tournee. Der mir sehr viel Spaß macht, jetzt sowohl zum Wohnen als auch zum Fahren. Aber das Fahren ist momentan nicht so angesagt. Wie ihr wisst, bleibt zu Hause, stay at home natürlich mit Hashtag und wie auch immer. Ja, genau. Und natürlich muss man sich dann für euch was einfallen lassen. Ja. Das haben wir mit größter Anstrengung natürlich gemacht. Ja. Und das, was ihr hier seht, also diese beiden Kastenwägen und alles, was dazwischen ist, das haben wir uns für euch einfallen lassen. Ja. Also haben wir schnell gebaut quasi. Genau. Also und, das in der Mitte. Ja. Und ja. Wie man auf dem Tisch sieht, hatten wir schon 2 Eiskaffee. Ja, hatten. Betonung liegt auf hatten. Hatten. Das Catering ist okay für Feiertag. Ja, ich denke schon. Also ja. Natürlich alles den hygienischen Schutzmaßnahmen entsprechend. Richtig. Mit Handschuh und ihr wisst schon, Mundschutz, alles was machen. Versteht ihr uns auch so richtig gut? Okay, mit dem Mikro, das müsst ihr, die müsst ihr begeistert es müsste, sein. Es müsste gehen, ja. Ich denke auch, dass es geht. Wir haben hier einen windgeschützten Bereich aufgebaut, so ein bisschen, weil wir eine Kiste dabei haben, diese große rote, da sind viele kleine drin und viele kleine Sachen, weil ich habe seit Wochen einiges im Gepäck, was wir noch nie richtig angeschaut haben, im Vorbeigehen auf der Messe das eine oder andere erwähnt und von dem her wollen wir heute mal auf die Produkte von FlexiMax eingehen. FlexiMax habe ich euch vorgestellt. Wir holen jetzt dann auch telefonisch den Stefan dazu. Vielleicht auch hören wir von seiner Frau, der Britta, was. Die sind nämlich gerade unterwegs und ich habe gesagt, ich schalte ihn zu einem Expertengespräch über Magnete dazu. Und vor allem wollen wir wissen, wie es unseren Partnern geht. Das ist einmal das Wichtigste an diesem wunderschönen Sonntag. Sensationell. Ich zeige euch mal das FlexiMax-Logo. Das ist übrigens genial. Wir hängen die Videos oben dazu. Entstanden ist das Ganze. Also wir haben mit der Zeugung begonnen auf der CMT. Du weißt das noch gut, wie wir am Stand vom Stefan waren. Ja. Und das ist, ich weil du jetzt kommst. Gar nicht, ob das ein Bild ist. Doch, das ist, glaube ich, du hast das gut im Bild, aber der lange Arm der Camper, ja, das kommst du nicht hin. Ja, Entschuldigung. Der nimmt das Ding für dich mal runter und das ist eine bewegliche Outdoor-Beatfleck, die es jetzt demnächst mit Wunschbedruckung gibt. Also aufgepasst, da gibt es natürlich dann nochmal ein Video und dann kann ja jeder zeigen, wo er herkommt. Super. Wenn die ersten geklaut sind, wissen wir, dass wir total in sind. Das ist natürlich perfekt. Dreht sich auch im Wind. Das ist gleichzeitig für Segelflieger, Windsurfer natürlich wichtig. Ich habe schon wieder Verkaufsargument gefunden. Ja, Wahnsinn. Krass, wir sind mal so krass. Hammer, oder? Also ich habe natürlich das Gleiche, weil wenn es das du hast, möchte ich auch. Wo ja, denn? Das Gleiche. Ah, da steht es raus. Auf schwarzem Hintergrund. Kann ich mir jetzt gut vorstellen, bei mir mit der bayerisch-österreichischen Schweizer Flagge drauf. Bayerisch-österreichisch-schweizisch. Und slowenisch noch dazu. Ja. Also können wir nicht von der EU sprechen, weil die Schweiz schlagt ein bisschen aus der Art. Das ist richtig, ja. Aber das ist ein geiles Konzept und das hält richtig gut. Was man natürlich immer machen sollte, ist den Untergrund ein bisschen sauber wischen. Ist eh klar, damit man keine Kratzer im Fahrzeug hat. Feuchten Camper, Tobi, Putzlappen. Ich bin wie immer der schwarze Schaf, das weiß man in der Szene schon.
Das schwarze Schaf. Deswegen habe ich das schwarze Auto. Das ist das schwarze Auto. Das auch noch immer schmutzig ist und der Thomas beschwert sich jeden Tag, warum hast du das denn immer noch nicht geputzt? Ja, muss ich, weil das ist eigentlich nicht Camper-Tobi-Art. Das ist eigentlich immer so glänzend wie der Weiße, der auf der anderen Seite steht. Normal, ich bin da furchtbar stinkig. Aber momentan möchte ich auch die Fahrt in die Waschanlage nicht machen, weil das ist eine momentan nicht dringende oder erforderliche Fahrt. Ich halte mich halt auch ein bisschen an die Spielregeln. Ob es einem jetzt gut tut oder nicht, gut tut auf jeden Fall mir und dir einmal so ein bisschen das Runterkommen. Das ja, ist sehr entschleunigt. Alles, runterkommen ist schon absolut gut. Das ist so sympathisch. Du. Wie viele Minuten haben wir denn schon? Wir machen 6-10 Minuten ungefähr. 6-10 Minuten? Ja, oder 4-15 Minuten. Also die produzieren wir heute alle ab. Heute alle? Ich weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Übrigens, was noch zu erwähnen wäre, viel Blabla, das lieben die Leute so. Manchmal kriege ich so herrliche Texte, viel Blabla um nichts. Wir haben an eine wunderschöne Osterdeko uns einfallen lassen. Hat ja alles ein bisschen mit Ostern zu tun. Ja, auch das da unten, schau. Diese Osterdeko. Vom Hund. Ja. Übrigens, zum Hund passend gibt es von Fleximax und da gibt es jetzt die Riesenkiste. Willst du da wirklich reinfilmen? Ich habe das vielleicht nicht vorbereitet. Tada! Alles Mögliche gibt es da. Zum Beispiel einen Markisenfußhalter. Der wird angeschraubt am Markisenfuß. Wir können das heute aufgrund der Windsituation nicht machen, weil eine Markise macht man nur dann auf, wenn man windsicher steht. Ja, und das ist schon ein bisschen zu riskant. Richtig, aber wenn du dann deine Beine rausholst, also die von der Markise, und dann quasi hier ungefähr, sage ich mal, ein bisschen höher, dann kommt da das Beinchen rein, zack, bumm, ist das am Fahrzeug. Das ist für die Quermontierer gedacht. Ja, und das ist sehr empfehlenswert aus eigener Erfahrung, wenn man Hundebesitzer ist. Das heißt, der Hund saust ja sehr schnell mal den Markisenfuß um. Ja. Und hier ist es dann eben so, dass der Fuß schräg nach oben steht, nicht den Boden berührt und auch nicht umgerannt werden kann. Kann höchstens der dämliche Camper-Tobi dagegen laufen. Das wäre noch möglich. Das wäre noch möglich, ja. Das hat es schon gegeben. Ja. Also muss ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Was da lustige Sachen sind, du hast dein Schäferl und Besal irgendwo dran. Kleiner Magnet. Du kannst das ja auf alles ummontieren, was du irgendwo in deinem Gebrauch hier hast. Ja, und schon kannst du hier den Eingangsbereich wieder sauber fegen. Na, Feudeln ist Nasswischen, habe ich mal gelernt in Feudeln. Norddeutschland. Feudeln. Feudeln. Ja. Manche sagen Feudeln dazu. Aha. Was sagt ihr zum Thema Wischen? Swiffern werden jetzt einige sagen. Also so richtig mit Muskelkraft. Ja. Dann perfekt hier. Oh, ist das mit der Sonne. Ich muss fast strippen jetzt. Ist nur der Deckel von der Kiste umgefallen. Außendusche. Jetzt hast du einen Wasserschlauch abgerissen. Ja, der war natürlich jetzt ohne Wasser. Ja. Nee, der war mit Wasser. Thomas hat überlegt, ob er mich hier einwässert, aber wie gesagt, kannst du. Mal, ob man das vernünftig draufkriegt. So, hier, der Fuß. Fällt mir gerade ein, wenn du jetzt einen Kastenwagen hast, wo du ein Badfenster hast. Und richtig. Oft haben sie ja innen auch genau das. Dann kannst du nach außen umstecken und das baumelt nicht am Auto rum. Richtig. Und genauso habe ich ja meinen Kasten konfiguriert, dank deiner Hilfe. Deiner gigantischen Beratungsqualität. Das heißt, wenn ich ein, also zumindest ist es bei mir so, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Modellen ist, aber ich habe ein zusätzliches Fenster im Bad konfiguriert und der Schlauch von der Dusche reicht also wirklich zum Fenster raus. Ich bräuchte keinen Außenduschenanschluss. Ja. Mir würde wirklich dieser Magnet hier reichen. Also man sieht es, man kann den wegnehmen und wieder hinstecken. Duschkopf rein, Hund abduschen, Gutes. Was auch immer. Ne? Da gibt es ja ganz tolle Lösungen noch. Wir haben ja noch mehr in der Kiste. Das wird dann schon fast den zweiten Teil übergehen, weil ich glaube, wir müssen den Stefan jetzt zurückrufen. Den sollten wir anrufen. Der steht in der Sonne, hat garantiert schon Sonnenbrand bekommen. Aber eins zeigen wir euch noch. Das finde ich super witzig, auch mit dem Wind. Das trocknet schnell. Das ist einfach hier nur Magnetus Danus. Wäscheleine. Wäscheleine. Auch ganz nett mitgedacht, diese kleinen Haken hier am Ende noch. Ja. Das heißt, ich habe jetzt da nur mal zur Veranschaulichung da was reingehängt. Da kann man einen Lappen reinhängen oder was auch immer. Schaut ordentlich aus, macht nichts kaputt, weil diese ganzen Füßchen sind gummiert und besohlt quasi, dass du eigentlich da wirklich keinerlei Spuren hast. Die Magneten sind unterschiedlich in der Qualität. Da rufen wir aber jetzt den Stefan mal an, weil der Stefan, wie gesagt, hat Magnetologie studiert. Ah. Ja, den hole ich jetzt mal kurz ans Telefon. Darf ich dir das Mikro mal kurz übergeben? Wir machen geben. Das so völlig unperfekt. Das ist schon gemein, wenn man jemanden zum Motto mit aufruft und der Thomas lässt sich auf das wirklich nur ein, der weiß ja gar nicht, was er mir erwartet. Ja, doch. Das ist ja prima.
Und jetzt holen wir nämlich über die, ganz ehrlich, das muss man für Tournee jetzt auch mal gleich in der Verbindung mit Kenwood und JVC dazu sagen, gigantische Freisprechanlage. Danke dir. So, und ich hoffe, ihr hört ihn. Das ist also jetzt quasi ein Live-Podcast, weil wie immer, wir versuchen nichts zu schneiden. Tobi, servus. Ja, grüß Gott, Herr lieber Camper Stefan. Du bist in der Sendung. Aber wir haben kein Bild, lieber Tobi. Wir haben kein Bild, ja, das ist aufgrund der Breite dieses Bandes, das uns momentan zur Verfügung steht, leider nicht möglich gewesen. Aber trotzdem wollen wir dich gerne mit der Stimme hören. Ich hoffe, das ist jetzt, die Übertragungsregie hat gesagt, nein, geht nicht heute. Okay, ist trotzdem kein Problem, ja. Oder man, also auch wenn man so mit Rad und Tat zur Verfügung stehen können, ne? Wir sind jetzt gerade bei unserer Spazierrunde, ne? Wie es für Camper so gehört, ne? Immer schön draußen, ja, die Luft genesen, solange es möglich ist. Okay. Ich weiß gar nicht, ich krieg ein paar Berichte von der Regie. Da ist ein Lautsprecher, wollte man damit sagen. Wunderbar. Ich habe dich näher an den Lautsprecher der Freisprechanlage geholt. Ich hoffe, du hörst uns auch gut. Wir haben verstanden, du bist im Wald oder auf der Wiese. Also wir sind im Wald, ja. Wir sind im Wald, weil wir mit dem Hund unterwegs sind, ne? Oh, ja. Brav, so gehört sich das. Und wir ziehen hier Camping durch, aber auch nur in Friedhofsnähe in Simbach am Inn, um ein paar Sachen zu zeigen. Und du hast mir eine ganz breite Auswahl von Flexi-Mac-Möglichkeiten geschickt. Richtig, jawohl, genau. Wir haben ja das Tool, ne, diese drei Boxen. Ne? Genau. Die Starter, ne, Basic und Classic Box, ja, die wir ja beworben haben. Die ist jetzt mittlerweile auch seit 1.4.2020, kein April-Scherz, bei Frankana exklusiv gibt. Jawohl, ja, also sehr gut. Also könnt ihr in den Shop reinschauen. Die sind in großer Zahl lieferfähig und ja, auch, freuen uns drauf. Auch über die Homepage umgeleitet, natürlich auf den Frankana-Shop, habe ich schon gesehen, auf deiner Homepage fleximax.de, die ich natürlich unten wieder in der Videobeschreibung verankere. Jawohl, so ist es, richtig. So ist es, habe ich das alles richtig gesagt, das ist gut. Sag mal, alles richtig gesagt. Camper Stefan, da sieht man auch deinen Kastenwagen und du beschreibst es auch nochmal im Detail. Du hast auch liebenswürdigerweise die Videos, die wir schon gedreht haben, auf der Homepage mit eingebunden. Ich war ganz angetan gestern, ich war nahezu gerührt. Und wir nehmen das jetzt mit auf und gehen in alle Produkte in einem Mehrteiler einzeln nochmal ein. Eins wollte ich dich fragen, was mich jetzt als bisschen Computerfreak beschäftigt. Ich habe ständig mit Speichermedien zu tun. Muss man jetzt ein Magnet möglichst weit weghalten von einer Speicherkarte oder darf man da mal in die Nähe kommen? Weil ich überlege gerade, wenn ich mein Tablet jetzt ans Auto hinkleister, mit einem Magneten, nicht mit Kleister, dann kann da nichts passieren durch die Ummantelung oder wie verhält sich das? Ich kann mir vorstellen, das ist eine Frage, die ich habe vorhin schon gesagt, du hast Magnetologie studiert, du müsstest das wissen. Also ich bin Magnettechniker, ne? Also Magnetiker muss man schon fast sagen, seit über 30 Jahren auf dem Markt existent. Du bist anziehend. Und ich bin einfach anziehend, ja, genau. Kompetenz zieht an, ne? Das ist auch unser Slogan. Ist übrigens jetzt schade, dass wir uns nicht sehen, ne? Aber also ich meine bildlich nicht sehen und so auch nicht sehen, aber zum Thema Magnetismus auf Tablets. Also ich zum Beispiel, Mann aus der Praxis, ich habe das ja auch auf der Free und auch auf der CMT gezeigt 2020. Es waren auch übrigens Leute von Space Camper da, die sehr begeistert sind. Da waren die ein oder anderen Konstrukteure da. Thema ist, ich empfehle den Leuten auf das Tablet rückseitig ein Metallband, das auch bei uns erhältlich ist, ja, oder eine Art Cutband, ne, aufzukleben. Das ist also mit einem 3M-Klebepunkt. Das hält also auch fantastisch. So verfahre ich bei mir auch im Privathaushalt mit dem Tablet mit einer magnetischen Halterung und da kann überhaupt nichts passieren. Magnetismus, wenn du das in einem Gehäuse hast, ja, dann willst du ja eine möglichst frühe Sättigung erreichen, eine möglichst flache Magnetkurve, ja, und die erreichst du mit unseren Magnetsystemen, ja, okay, das ist ganz, ganz wichtig. Perfekt. Und wie gesagt, ich praktiziere es bei mir schon seit einiger Zeit, auch im Haushaltsbereich. Dunstabzugshaube, ne, ist ja oft auch aus einem Edelstahl magnetisch. Ja, ich schweife ganz kurz ab. Ja, gerne. Und da, wenn ich ab und zu mal koche, ja, dann habe ich natürlich eins, das Tablet. Wo tust du das immer hin? Ja. Diese klassischen Aufsteller, das ist immer im Weg. Ja, also habe ich das Ding im Prinzip bei mir an der Dunstabzugshaube. Ja. Und dann habe ich auch diesen Scharniermagneten angebracht. Auch als Gag, funktioniert einmal frei und dann bringe ich sogar, ich als Laienkoch, ab und zu mal was hin. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Tipp. Das wäre was für mich. Den Scharniermagnet nehmen wir uns in der nächsten Sendung noch vor. Und wenn es in der nächsten Sendung passen würde und wir kriegen wieder genug Band, um dich gleichzeitig anrufen zu können mit Bild, dürfen wir dich nachher noch mal kurz stören mit Bild.
Also, was heißt wann nachher, Tobi? Muss ich einfach fragen, weil meine Frau treibt der Hunger. Ja, da hat sie recht, mich auch. Wir wollen natürlich jetzt hier ohne viel Blabla zum Punkt kommen und vor allem zum Essen. Ich würde mich in 5 Minuten nochmal melden auf den nächsten Versuch und die nächste Folge von Fleximex im Gebrauch. Gerne doch, ja, alles klar. Du sag einmal, wir machen uns Richtung Heimweg, ne? Also wir sind unterwegs und sind erreichbar, okay? Super, das ist ganz toll, ich freue mich, bis gleich, wir kommen gerne nochmal durch, danke. Super, ciao, bis gleich. So, und ihr habt es gerade gehört, wir haben ihn jetzt ohne Bild erreicht und wir werden jetzt ganz kurz unseren Rest Eiskaffee schlürfen und übergehen zur Folge 2, oder? Du filmst ja schon genau das Problem, das jetzt ganz mehr ist. Genau, das war ja jetzt eigentlich das Thema. Ja. Hat die Möglichkeit... Per Magnet ein Tablet, ja. Ein Tablet einfach draußen hin zu kleistern, ohne Kleister. Oh Gott. Und jetzt einen Film zu schauen, Urlaubsbilder, Fußball, weiß der Kuckuck. Ne? Also, ja, ich als alter Streamer nehme nur noch Tablet und so Zeugs, also das ist schon wirklich eine praktische Hilfe. Auch beim Verstauen von Gegenständen, die jetzt irgendwo aus Metall sind drin, eine Messerleiste zu machen oder mal irgendwas Schweres am Blech, wenn man innen Blechteile findet, zu befestigen, ich finde das ein gutes Tipp. So, stimmt, ich will da an den Magneten interviewen, aber der sagt relativ wenig und wir sagen gleich mehr. Nach 16 Minuten 20 bis gleich bei Camper Thomas und Camper Tobi. On Tour. On Tour. 15 Meter. Aus.